Hallo zusammen und willkommen zurück bei Silvio. Wir sind jetzt wieder in einem neuen Gebiet. Was ist das da vorne? Das schaue ich mir gleich an. Zuerst möchte ich in die Hütte rein. Ah, noch so ein Tonband. Nummer 7. We turned the factory into a hospital. We had 13 rooms with 13 beds and 13 computers. Me and the siblings all slept on the second floor. I was in charge of taking care of the patients. Most of the time they were asleep. Sometimes I gave them pills, or helped them to the toilet, or taking a shower. They were always so confused. Sometimes I talked to them, but they would only stare at me, or stare at the ceiling. And then fall asleep again. Okay. Das heißt, die haben dann die Fabrik in ein Krankenhaus umgewandelt. Mit 13 Zimmern, 13 Betten und 13 Computer. Warum 13? Und wer wurde dort dann eigentlich verpflegt? Waren das die Leute, die durch diesen Sturm irgendwie betroffen waren? Oder die Nachwirkungen von diesem roten Zeug? The couch feels warm. Someone must have been here recently. Was? Ich hoffe nicht. Ich werde mal ganz kurz die Waffe ausrüsten. Ich brauche Munition. Was habe ich da gerade kaputt gemacht? Ach so, ein Bild. Okay. Ja. Kann ich da noch mehr rausholen? Ach, ich kriege da sogar 4 später raus. Okay. Kann ich den Fernseher anmachen? Oder muss ich erst eine Videokassette finden? Das ist doch eine Gegensprechanlage. Das heißt, irgendwoher muss diese Musik ja kommen. Und dieses Gestöhne, was wir mal gehört haben, muss doch auch sozusagen auf der anderen Seite passiert sein. Das ist doch keine Aufzeichnung, das ist live. Was? Der hat das gerade mitbekommen, dass ich ihm zugehört habe. Wie unheimlich war das gerade? Okay, ich bin bereit. Blobs, wo seid ihr? Okay, ich bin nicht so bereit. Ich habe 4 Schuss. Aber ich war schon mal unbereiter. Warte mal, da ist Munition. Rein damit. Okay, mir wird jetzt keine Richtung vorgegeben. Das heißt, ich schaue mich zuerst mal etwas um. Windkraft, schön. Da drin ist ja sonst, glaube ich, nichts gewesen. Warte mal, doch. Jetzt zeigt mir was an. Okay, das ist der Vergnügungspark. Blob. Ich sollte mich echt mehr auf meine Umgebung konzentrieren und nicht so strikt aufs Mikro starren. Wieder so ein Blink. Ticket, Blink. Metall? Meint ihr die Musikrichtung? In der Luft. Metall in der Luft, okay. Ist das das rote Zeug? Ist das irgendwie so Metallvergiftung in der Luft? Aber wenn es Metall ist, wäre das doch keine Erklärung dafür, dass es als Pestizid dann verwendet wird. Wird da Metall verwendet? A fortune teller. If I could find some coins, I could get my future told. Okay.
Hä, was pick up? Das da? Okay. Da hinten ist wieder so ein Blink, das schaue ich mir auch gleich an. Aber ich werde vorher meine Waffe ausrüsten. Denn ich habe das Gefühl, gerade beobachtet zu werden. Dieses Gefühl habe ich sowieso ständig hier. Another signal lamp. Ich probiere mal was aus. Ach so, funktioniert er noch nicht. Aber ich möchte nachher auch ausprobieren, ob ein anderer Code hier auch dann funktioniert. Falls ich es mir gemerkt habe. Da hinten ist auch noch was. Okay, ein Schnipselchen. Keine Ahnung, wie viele mir noch fehlen. Was ist das hier eigentlich? Irgendeine Apparatur. Aber keine Ahnung, wofür. Okay, in welche Richtung muss ich denn? Da entlang. Ach, das sind die Windräder hier. Und da. Irgendwas ist da oben. Blob. Ich sehe dich. Komm schon, trau dich her. Blobby blob. Da ist er. Okay. Elektrizität. Was? Es sind ziemlich viele Leute unter der Erde? Das heißt, wie viele sind jetzt wirklich gestorben? Ich meine, die haben ja die ganzen Leichen eben in der Mitte des Parks vergraben. In irgendeinem Dorf. Ich glaube nicht, dass wir schon dort sind, weil das hier ist ja eher eben dieser Vergnügungspark. Das muss ich wahrscheinlich irgendwie wieder in Gang bringen. Da komme ich rein. This must be the power station supplying power to all the rides. Das hast du gut erkannt, Juliet. Ich bin ganz, ganz stolz auf dich. Ich komme hier aber nicht rein. Reimt sich eine Menge? Was denn? Und da ist, glaube ich, ein Schalter. There is no electricity, so the door won't open to the power station. Okay. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich irgendwas machen. Oder? Nee, das sind keine Knöpfe, das sind eigentlich nur Lichter. Hm. Muss ich das Ding da oben vielleicht abschießen? Ich glaube zwar nicht, aber ich probiere es trotzdem mal, falls ich es dann treffe. Nee. Fading away. Langsames Auflösen. Wer, die Geister? Oder mein Lolli? Warum macht Juliet das eigentlich? Weil sie diese Begabung hat oder hat sie einen anderen Drang, diesen Geistern zu helfen? Ist sie selbst irgendwie vielleicht betroffen, was die ganze Geschichte hier angeht? Hi, Blob. Verdammt, ich sollte treffen. Okay. Säge, Schild und keine Ahnung, was Ledge heißt, ehrlich gesagt, aber ich schaue mir mal an, was sie noch zu sagen haben. Zeit aufzuwachen. Die sind alle da hinten, die Sachen, okay. Dann gehe ich mal dorthin. Und ich brauche unbedingt Munition. Gibt es hier irgendwo was zum Aufladen? Da. Wobei, ich glaube, ich habe eh was mit. Egal, schadet nicht. Da ist das Schild. Ich höre was. Ich höre einen Blob. Wo steckst du?
Blop. Oh Mann. Ich glaube zumindest, es ist ein Blob. Blob. Ich finde es so unheimlich, wenn dieses Geräusch kommt. Ach, das muss ich mit irgendwas benutzen, okay? Ich geh mal darüber. Ach, okay, hi. Kein Blob. Ist das Mjölner? Oh verdammt, keine Munition. Da ist mein Auto. Oh oh. Komm schon. Fall. Um. Okay. Öl und Prop. Also Prop ist glaube ich sowas wie Zubehör, oder? Keine Ahnung, aber ich höre es mir mal an. Glücksnummer. Ja. Okay. Die sagen so seltsame Sachen manchmal. Was heißt hier manchmal eigentlich immer? Wohin gehe ich zuerst? Ich möchte jetzt zu diesem Ledge und zum Prop. Nein, ich hole mir die Säge. Einfach nur, weil ich es kann. Und weil ich hoffe, dass ich damit dann irgendwie wahrscheinlich das Schild absägen kann. Vermute ich jetzt gerade zumindest. Komme ich da schon rein? Na du Häuschen? Lässt mich rein? Da, ich kann da reinschießen. Oder? Probier's mal. Nicht mit den Dingern. Ich brauche irgendwas Schwereres. Ich glaube, ich habe unterwegs Steine gesehen. Da. Okay. Das könnte ich auch aufschießen. Moment. Verdammt, mir geht langsam der Saft aus. Okay. Dann von hier. Okay. Ich find's nett, dass sie da überall diese Hand draufmalen. Warum auch immer. Komm schon, geh da rein. Gut. Okay, ich habe eine Säge. Finde ich hier sonst noch irgendwas? Ah. Kruzifix. Okay. Ich meine, das haben wir ja schon gefunden, dieses schwarze große Kreuz. Falls das gemeint ist. Alles klar. Okay. Jetzt habe ich ein Schild. Aber was mache ich damit? Ich begebe mich mal darüber zu den Dingen, die ich nicht kenne. Dieses Prop und dieses Ledge. Ich glaube ja schon, dass Prop sowas ist wie... Also nicht Zubehör, sondern... Wie übersetzt man das? Requisite. Falls es wirklich das sein soll, aber was mache ich mit einer Requisite? Achso, Propeller. Okay. Das soll mir doch mal einer sagen. Ja gut, aber... Was mache ich da jetzt? Und mit Ledge ist hier dieser Propellerflügel gemeint. Kann ich den irgendwie antreiben? Okay, das, was ich gerade mache, ist anfeuern, aber irgendwie auf die falsche Art und Weise. Nee, das ist sinnlos. Ich hole mir noch ein paar Steinchen. Ich gehe mal zum Öl. Echo
Gehen runter, okay? In den Boden? Als du vergraben wurdest? Kann ich da irgendwie nach oben gehen? Moment, ich probiere das mal aus. Nee, ich kann da durch. Da muss ich irgendwie nach oben. Wie komme ich denn da rauf? Moment. Vielleicht von der anderen Seite? Ich werde mal lockerflockig diesen Hügel hochklettern. Vielleicht kann ich ja wirklich von hier aus was runterschießen. Da ist eine Leiter. Kann ich die runterschießen? Nee. Aber da ist das Öl. Kurz mal angezielt. Nee. Das heißt, ich muss irgendwie doch da hochkommen. Moment. Da ist, glaube ich, was. Okay. Ich hole mir noch ein paar Steinchen. Meine kleinen Glückssteine. Und jetzt ganz vorsichtig. Okay, ich habe Öl. Aber was mache ich mit dem Öl? Ich vermute mal, ich muss den Propeller damit ölen. Vielleicht ist der ja eingerostet und dann müssen wir so wieder zum Laufen bringen. Aber da hinten war noch irgendwo ein Fragezeichen. Da hinten, genau. Das hole ich mir vorher noch. Ponys, Mami. Okay. Stimmt, Münzen brauche ich auch noch. War da was? Nee. Aber da vorne sehe ich wieder so ein Schild zum Anschießen. Das da. Achso, wahrscheinlich muss ich erst wieder das Ganze zum Laufen bringen. Den ganzen verdammten Park. Ich hole mir noch ganz kurz das hier. So. Hab dich. Warte mal, da kann ich nach oben. Ist das Öl zum Einsatz oder das Schild? Ach, das Schild. Was? Hä? Ach so, habe ich es damit verlängert? Aber ich muss ja trotzdem wieder nach oben kommen, oder nicht? Muss ich über die Kabel entlang? Ich probiere das mal. Dich hoch? Tatsächlich. Ah, okay. Vorsicht, Juliette. Oh, das schaffe ich, glaube ich, nicht, oder doch? Doch. Mann, die Kleine ist echt mutig. Das heißt, ich werde hier jetzt das Öl verwenden. Da ist es, verdammt. So. Okay. Und jetzt?
Heißt das, die Dinge laufen jetzt schon oder habe ich noch irgendwas zu tun? Ich springe jetzt runter! Ich kann das nämlich, weil ich ganz, ganz toll bin. Ich bin Juliette. Nicht irgendeine Juliette, nein, die Juliette, die dir mit Geistern spricht und anderes seltsames Zeug macht. Jetzt muss ich aber irgendwie den Strom anbekommen. Kann ich jetzt den Hebel umstellen? Nee. Komm schon! Irgendwas fehlt noch. Irgendwas fehlt. Aber was? Ich bin gerade unfähig. Ich bin gerade sowas von unfähig. Aber alle guten Dinge sind nicht 3, wie es aussieht, sondern 50. Was fehlt noch? Ich brauche ja, wie gesagt, noch irgendwelche Münzen, um ein Ticket daraus zu bekommen, aber wo kriege ich die her? Kann ich es jetzt anschießen? Ah! Okay. Jetzt verstehe ich das. Funktionierst du jetzt? Ich habe aber offensichtlich genug Strom erzeugt, damit ich jetzt diesen Hebel vielleicht verwenden kann. Ich bin ganz gespannt. Ja! Okay. Gibt's was zu lauschen? Nee, aber in die Richtung muss ich dann. Alles klar, ich schalte mal das Zeug ein. The Spring. Chocolate Wheel, Sea Spider und Rabbit Hunt. Okay.